Okay, da beginne ich mit hin. Aber keinen Bock. Heute machen wir Grünkohl. Wie bei Oma oder wie bei Mutter? Immer. Grünkohl, wie Mutter ihn kochte. Meine Mama noch nie, also ich weiß gar nicht, wie das geht, aber wir gucken heute mal, was da so Sache ist. Dazu möchte ich mal ganz kurz sagen, dass meine Mutter nie so eine Hexe war, mir so einen Scheiß anzudrücken, ja? Oh, ja, dazu brauchen wir Dennis. Ja, macht der Bram heute. Heute ist der Bram mal dran, habe ich beschlossen. Hast du gedacht? Dennis, was brauchen wir denn? Hast du wirklich gedacht? Grünkohl, Zwiebel, Schmalz, Fleischbrühe, mittelscharfen Senf. Und jetzt wird's irgendwie eklig. Pinkelwürste, die habe ich aber nicht. Met dazu. Dann Met-Enten, die habe ich. Und dann ganz Speck. Kassler Kotlets. Das sind Kassler Nackenkotlets geworden. Haferflocken. Ich will da nicht kochen, ich hasse Grünkohl. Ich habe. Ich habe mir 4 Mettenten geholt. Wird schon passen. Dann kenne ich das halt von meiner Schwiegermutter, dass sie grobe Bratwürste auch mal gerne in so einen Grünkohl packt. Deswegen habe ich auch noch eine grobe Bratwurst, 2 Stück geholt. Gelderländer Bauch. Einfach alles für Geschmack. Und alles da rein. Ich weiß nicht, was das ist. Im Rezept steht Pinkelwürste. Also habe ich versucht, der Frau an der Theke zu erklären, ich brauche 2 Pinkelwürste. Die wusste überhaupt nicht, was ich meine. Und dann war ich peinlich berührt, weil ich nicht wusste, was ich will. Und habe einfach gesagt, geben Sie mir 2 von denen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kohlwürste und Pinkelwürste. Habe ich beides nicht bekommen. Keine Ahnung, kriegt man hier einfach 0. Ich habe jetzt Mettwurst und irgendwelche Würstchen. Ich habe mich mal informiert, weil ich will das richtig machen. Hani ist ein norddeutsches Mädchen und sie liebt Grünkohl über alles. Und ich wollte es richtig machen und habe deswegen mal gegoogelt, ob es irgendwie sowas wie eine Fachmetzgerei gibt im Norden, weil sowas gibt es hier in Berlin natürlich nicht, zumindest kenne ich nicht, die sich auf bestimmte Sachen wie beispielsweise Grünkohl spezialisiert, habe ich auch gefunden. Und deswegen habe ich auch Bremer Pinkel, ich habe Schweinebacke, ich habe Kassler Bauch und Kassler Kotelett. Nicht so ganz vegetarisch heute. Ja, einen großen Topf. Gänseschmalz in einen großen Topf erhitzen. Gänseschmalz? Heute ist nur Vorbereitungstag. Gegessen wird es morgen. So, die erste für mich wichtigste Frage ist erstmal, was ist hier drin? Also Grünkohl ist klar, aber ich habe selber noch nie Grünkohl gemacht. Ah ja. Der ist auf jeden Fall schon gehackt und eingelegt. Also das Essen könnt ihr heute mit den Knödeln und der Hackfleischbombe die niedrigste Wertung bekommen von mir. Was ist eigentlich Gänseschmalz? Ich habe noch nie gegessen. Je 100 Gramm 99,9 Gramm Fett. Riecht ein bisschen eklig, muss ich sagen. Aha, guck mal an. Hast du schon mal Schmalz gegessen? Ich? Ja. Das ist nicht vegetarisch. Ach so. Oh, der Peter, der macht da immer so tolle Kochtricks. Warte mal, vielleicht kann ich das auch. 3, 2, 1. Yo, Alter! So, jetzt nicht ausrasten da und oh Gott. Da wird Zwiebel geschnitten, oh mein Gott! Guck mal. Es gibt übrigens hier diese wunderbare Schürze, die mal unbedingt gewaschen werden muss bei... Ist schon traurig, wenn Frau Eierhuhn nicht da ist. Ich habe jetzt seit Ewigkeiten keine Schürze an, weil die in der Wäsche ist. Aber ich hatte jetzt alle Folgen letzten Male, wo ich dabei war, immer eine Schürze an. Es wurde nie positiv hervorgehoben. Es wird jetzt bestimmt negativ hervorgehoben, wenn ich einmal keine an habe. Ich mache nie was mit Schmalz. Ich habe gesucht und in diesem super nicht aufgeräumten Laden, der einfach unfassbar viel Mengen an gleichen Produkten hat, aber keine Vielfalt, habe ich gemerkt, hat einfach auch keinen Gänseschmalz oder irgendwie normalen Schmalz, nur irgendwie Schmalz mit Apfel und Zwiebel. Da ich keinen gefrorenen Kohl habe, sondern halt den rohen, habe ich mal da, wo ich den rohen gekauft habe, nach einem Rezept geguckt. Und das spricht von ein bisschen mehr Schmalz als das Rezept, was wir uns rausgesucht haben. Das wird richtig eklig. Alter.
Also die Zwiebeln schön glasig machen, genauso wie meine Augen. Gefrorenen Kohl dazugeben und 3/4 Liter heiße Brühe angießen. 3/4 Liter, das war für 8 Personen. Ich mache das für 2, also durch 4 sind 3/16. Kann man nicht kürzen, aber sind wie 4/16. Ein Viertel kann man kürzen, also so 230 Milliliter. Generell ist das Rezept ein bisschen tricky, weil für 8 Portionen braucht man 8 Kassler, 8 geräucherte Mettenten, 10 Pinkelwürste und 500 Gramm Speck. Das sind insgesamt 18 Würstchen und 8 Kassler, die da reinkommen. Das kann so nicht ganz stimmen. Ich habe hier so 2 angefangen. Ich weiß gar nicht, warum ich 2 angefangen habe. Ungefähr das müsste es sein, von der Menge her. Von 2 bis 3 Pinkel, ich weiß immer noch nicht, das ist also, ne? Die Pelle abziehen, Würste klein schneiden und in den Kohl einrollen. Ich finde, das ist ein Gericht alles eklig. Außer die Zwiebeln. Alter, da fällt mir fast der ganze Grünkohl runter. So. Ja. Geil. Okay, das hier ist eine Backe. Grundsätzlich auch Schmorfleisch. Und dann heißt es noch im Rezept von so einer Pinkelwurst die Haut entfernen und dann in so Stücke schneiden. Und das gleich mit da rein da. Ich weiß gar nicht, wie viel Brühe wir überhaupt brauchen, ehrlich gesagt. Hier ist so viel Flüssigkeit drin. So, den Rest verwenden wir später bestimmt wieder. Alter, ganz ehrlich. Als wenn da so ein Kleinkind reingeschissen hätte. Boah, ist das widerlich, ey. Mal gucken. Okay, es ist heiß. Also Speck, ich habe mich mal hier für Dienstspeck entschieden, also für so Baconstreifen. Nach 2 Stunden den Speck und die Mettwürste aus dem Kohlfischen beiseite stellen. Was ist das für eine Dummheit? Guck mal, wie viele kleine Mini-Speckstreifen das sind. Anni, wusstest du, was Pinkel sind? Ja. Dass das pures Fett ist? Naja, es ist quasi kein Fleisch drin, außer Fett und Speck. Boah, echt schlecht, wenn ich das sehe. Wieso das denn? Aber mal, 70 Gramm Speck. Ja, ganz ehrlich, wer kam auf diesen ekligen Scheiß? Boah, Alter. Hier, komm, ab damit. Die unbekannte Wurst. Schneiden wir sie mal an. Da ist die Wurst. Sieht ein bisschen so aus wie ein Mettwürstchen, aber nicht so grob. Oha, haben die denn da schon für eine Farbe angesetzt? Wird schon passen, oder? Der Geschmack ist King. Und dann packe ich den Bacon halt auch noch rein. So, Alter. Ist das jetzt eigentlich Fleischbrühe, die ich koche, oder ist das Grünkohl? Ist übrigens für mich alleine. Alter, meint ihr, der Nicer Dicer schafft Speck, wirft? Das schafft er noch nie. Dieses Mysterium erkläre ich als widerlegt. Alter. Oh Gott, ich bin das jetzt so eklig, ey. Das kann man sich nicht vorstellen. Topf verschließen und weiter bei geringer Hitze 2 Stunden nur leicht kochen. Oh nein. Ihr seid es jetzt. Sehen wir uns in 2 Stunden wieder, wenn das Zeug da eingekocht ist. Also um exakt 12 Uhr nachts. 2 Stunden sind. 2 Stunden sind oben. Es riecht gut nach Fleisch. So, willkommen im Miraculis Hexenkoch. Das stinkt so hart, so widerlich, so eklig, so Schmutz einfach. Ich habe schon mal Kartoffeln geschält. In den 2 Stunden hatte ich ja nichts zu tun. Und ich habe ja gehört von Jonathan, Salzkartoffeln macht man mit sehr viel Salz. Was jetzt passiert, ist, dass wir das Fleisch rausnehmen und abschmecken werden. Was passiert eigentlich mit dem Fleisch? Das kommt dann nochmal zurück in den Kühlschrank, nehme ich mal stark an. Ah ne, die werden dann nochmal in Brühe fertig gemacht. Naja, gut. So, dann die Pinkel hatten wir nicht. Ich denke, es kommt hoffentlich, dass wir beim nächsten da reinkommen, so ein bisschen. Also ehrlich, da kommen ja eben Mettenten rein, also kann auch noch Mettwurst mit rein, also why not, ja, was ist fucking different. Ich habe die Zeit übrigens gut genutzt. Ich habe mein Zimmer Next Gen Console ready gemacht. Ich habe meine Schränke ausgewaschen. Jetzt beginnt die schönste Arbeit beim Kochen, das Abschmecken. Salzen, pfeffern, den Senf und eventuell noch einen zerbröselten Brühwürfel in den Kohl rühren. Genascht werden jetzt, kann jetzt,
aber gegessen wird erst morgen. Was? Nee. Was ist das für eine Scheiße? Hol doch jetzt nicht bei der Pampe, hol ich doch jetzt nicht die kleinen Speckwürfelchen da raus, die ich da rein. Das geht doch gar nicht. Du magst keinen Senf. Das ist scharf und wir haben beide schon festgestellt, scharfe Sachen. Nichts für Emma. Also, jetzt machen wir mal einen ganzen Esslöffel da rein. Aber ich muss anmerken, dass das, was hier in diesem Topf ist, ein bisschen aussieht wie der Stuhlgang von Babys. Genascht werden kann jetzt, aber gegessen wird erst morgen. Weil dann lasse ich den jetzt einfach erkalten und wärme den heute Abend auf, aber ich esse halt heute. Ey, ich wusste nicht, dass ich das einen Tag lang draußen stehen lassen sollte. Mal gucken, ob das irgendwer gemacht hat. Ha! Ja, es ist schaltig genug. Geil, da freue ich mich auf morgen. Gute Nacht. Tag 2 und ich habe ein kleines Problem. So sieht aktuell mein Grünkohl aus. Eigentlich ganz gut. In der Beschreibung steht, wahrscheinlich wird die Konsistenz des Kohls etwas zu dünnflüssig sein. Das finde ich halt überhaupt nicht. Und eigentlich sollen jetzt die Haferflocken da rein. Und ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich kenne tatsächlich einen Grünkohl, so wie bei Mutter, tatsächlich eher nur mit Kartoffeln, die quasi schon in dem Sud bzw. in dem Grünkohl kochen. Die dümmsten YouTuber haben zu Hause die dicksten Kartoffeln. Und sind natürlich voll die Monsterdinger. Bitte, guckt's euch an. Als wenn einer mir da reingeschissen hat. Das ist richtig eklig. Ja komm, da kommt ja so ein bisschen Salz und Pfeffer rein, ne? Hier, schön ein bisschen Pfeffer. Was mir dann auch gefallen wird, das ist genauso wie der Schiss von selbst Junggeborenen. Könnte appetitlicher aussehen. Das Fleisch wird nämlich nicht im Grünkohl wieder erhitzt, sondern wird nochmal in Brühe gemacht. Im Rezept steht, dass man die Pinkelwurst anpieksen darf. Hier drin ziehen wir jetzt das Fleisch gar oder warm, wie auch immer. Und wir schmecken das mal ab. Und wenn ich jetzt nicht direkt tot umfalle, dann ist es leider langweilig für euch. Das hatten wir gestern. Wir haben gestern Jays Lieblingsrezept Gyros nämlich nochmal gemacht. Und leider ist es lecker. Es tut mir leid. Mhm. Das Schlimmste ist, ich glaube, dass das Essen für Leute, die das mögen, nicht schlecht ist. Ich mag halt nur keinen Grünkohl. Da, Fleisch und Würste in einen Topf geben und mit Brühe auffüllen, bis alles bedeckt. Was für eine, wahrscheinlich Fleischbrühe. Wir garen jetzt Fleisch in Fleischbrühe. Das ist schon nice. Ich habe den Senf vergessen. Oh mein Gott. Das ist natürlich Oberfail. Mach ich den gleich einfach da so zu. Aber ich habe halt echt Hunger. Man sollte nicht gucken, wenn man Hunger hat. Aber ich habe so extrem Hunger. Ich freue mich da den ganzen Tag schon drauf, wenn du den ganzen Tag quasi immer mal wieder am Herd stehst und weißt, du steckst da viel Liebe in dieses Essen, dann hast du halt auch richtig Bock auf das Essen, ne? Machen wir vielleicht einen Esslöffel rein. Ich schneide jetzt den Kassler in Häppchen, damit man das auch nachher super entspannt essen kann. Ich hoffe, es wird durch und klappt alles und ich werde morgen nicht den ganzen Tag auf dem Pott sitzen. Ich bin jetzt schon frustriert, er wird alles im Kotzen schmecken. Zumindest riecht das unfassbar eklig alles. Wir machen das jetzt nochmal warm, lassen das Fleisch durchziehen und dann servieren wir. Da wäre mein Grünkohl. Sieht das nicht geil aus? Sieht nicht geil aus? Der Grünkohl ist eigentlich sieht ganz nice aus. Insgesamt muss ich nur sagen, das ist viel zu viel. Also ich weiß nicht, was ich da runtergerechnet habe, beziehungsweise was da in dem Rezept angegeben ist. Man hat es jetzt schon ein paar Mal probiert. Ich habe unfassbar Hunger. Es ist nur fucking heiß. Schmeckt sehr, sehr lecker. Ich liebe Grünkohl. Schön mit Einlage. Ja. Boah. Hallo, ihr Weißfee. Grünkohl ist echt. Ja, das ist schon ein bisschen viel, ne? Aber Schatz, jetzt habe ich alles in den Müll geschmissen. Schön saftig. Ich habe auch genau 2 Portionen rausbekommen. Vielleicht kann man ein bisschen Würstchen weglassen. Also ist doch sehr viel Fleisch, aber schmeckt lecker. Die Zauberwurst. Ja, ist nicht ganz so würzig. Geht mehr in die Richtung von normalem Würstchen. Der ist lecker geworden. Klein bisschen salzig. Eine Mettwurst und den Kassler hätten mir absolut gereicht. Heiß. Aber lecker. Und was ich echt strange finde, ich habe noch nie Pinkelwürste gegessen. Die sind voll weich. Ich meine, kein Wunder, wenn die nur aus Fett bestehen. Okay, wow. Die schmecken interessant. Also vom Geruch her kriegt er schon mal eine 2 von 10. Eine 1 von 10.
super geil. 9 von 10. 9,5 von 10. Jace. Also ich freue mich, das wird ein schönes Essen. Yum, yum, yum. Ich ärgere mich immer noch, dass ich Dulli die Kartoffeln vergessen habe. Ansonsten hätte ich locker eine 9 von 10 gegeben oder 9,5. So muss ich mir selber zuschreiben, nur eine 8,5 von 10 zubereitet zu haben. So eine 7 von 10 ist das schon. Wie gesagt, ist nicht so mein Lieblingsgericht, aber lecker ist es. Okay, alles aufgegessen. Außer die Pinkelwurst. Die hat mir irgendwie nicht so gut geschmeckt, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, dass die geiler ist, wenn die im Grünkohl direkt ohne Haut gekocht wird. War super lecker. Ich gebe 9 von 10 Punkten. Was gibst du, Hani? 9 von 10 Punkten. Kriegt eine 1 von 10. Boah, Alter, ist das widerlich. Das Grünkohl, den ich mag, in Fett getrieft. Ja, so ein Würstchen drin und so. Boah, ganz ehrlich, das kann keiner essen. Boah, leck mir am Arsch, Alter. Das stinkt aber auch schon hart. Das war's für heute von Pizza mit Koch. Kann ich, wie gesagt, weiterempfehlen, wenn ihr es nachkocht. Gerne auf Social Media uns verlinken. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und Bram, do your job. Schlagt irgendjemanden weg oder so, ist mir egal. Ich muss jetzt Wasser trinken. Boah, irgendjemand macht die Abmod, ist mir egal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wie viele Abmoderationen ich schon gedreht habe und davon kommt keine in Pizza mit Koch.